Der kleinste Zirkus der Welt. Das ist der Clown Leo. Leo tritt jeden Abend im Zirkus auf und macht seine Clownnummer. Das Publikum ist immer begeistert. Es applaudiert. Bravo, bravo, Leo, du bist ein super Clown, bravo. Die Zuschauer lachen und applaudieren und sind glücklich. Aber Leo ist nicht sehr glücklich. Am Abend nach der Vorstellung sitzt er in seinem Zirkuswagen und studiert. Oh, ich bin alt. Ich bin müde. Ich möchte nicht mehr jeden Abend eine Zirkusvorstellung machen. Ich glaube, ich möchte nicht mehr Clown sein. Am nächsten Abend, nach seiner Zirkusvorstellung, nach seiner Nummer, bückt sich Leo ganz tief. Er verbeugt sich so tief, dass sogar sein Hut runterfällt. Und er sagt: Liebes Publikum, das war meine letzte Clown-Nummer. Ich möchte nicht mehr Clown sein. Das Publikum war schockiert, aber sie klatschten und applaudierten nochmals ganz stark für Leo. Am Rand der Manege waren zwei kleine Mäuse. Jeden Abend hatten die Mäuse zugeschaut, wie Leo seine Clown-Nummer machte. Jetzt hüpften sie ganz leise in den Hut und versteckten sich in ihm. Leo nahm seinen Hut, setzte ihn auf den Kopf und ging langsam und müde nach Hause. Er merkte nicht, dass hier im Hut die zwei Mäuse sind. Er ging beim Löwenkäfig vorbei. Und was sieht Leo? Der Zirkusdirektor und alle Artisten sind hier mit einem Tisch mit Kuchen und sie feiern. Bravo, Leo, du bist der beste Clown. Wir machen ein großes Fest für dich, ein Abschiedsfest für dich. Komm, Leo, komm. Zusammen feiern die Artisten. Als Leo am Schluss nach Hause geht, spürt er etwas in seinem Hut. Zwei Mäuse? Was macht denn ihr in meinem Hut? Wir sind Missi und Lunzi, sagen die zwei Mäuse. Und wir haben dir immer zugeschaut bei deinen Clown-Nummern. Jetzt möchten wir auch Clowns sein. Ja, okay. Aber wenn du ein Clown sein möchtest, dann musst du ganz viel üben. Ja, das machen wir. Wir üben ganz viel. Leo bastelt für die zwei Mäuse kleine Hüte, kleine Trompeten, ein kleines Einrad und andere kleine Sachen. Und die Mäuse üben jeden Tag ganz viel. Sie üben Einradfahren, Musik machen und Quatsch machen. Es ist nicht einfach,
aber sie werden jeden Tag ein bisschen besser. Später, sagt Leo, nimm die Schere und schneide hier Stoff für deine Hosen aus. Missy und Lunzi machen das. Schau, jetzt haben sie auch kleine Schuhe, kleine Hosen und sogar eine Clownsjacke. Juhu, wir sehen aus wie kleine Clowns, freuen sich die Mäuse. Ja, und ihr habt viel geübt. Am Anfang war es schwierig. Am Anfang hat es nicht gut geklappt. Aber ihr habt viel geübt und jedes Mal wurdet ihr besser. Jetzt, glaube ich, können wir schon bald eine Clown-Nummer machen. Die zwei Mäuse und Leo gehen gemeinsam in die Stadt. Dort stellt Leo den Tisch und den Hut hin und die Mäuse machen auf dem Hut ihre Clown-Nummer. Kommt und schaut, ruft Leo. Das ist der kleinste Zirkus von der Welt. Kommt und schaut. Die zwei Mäuse-Clowns machen ihre Clown-Nummer. Und auch hier, das Publikum staunt und schaut und lacht und applaudiert. Bravo, Mäuse! Bravo, ihr seid super Clowns! Die Mäuse sind super glücklich. Und auch Leo ist glücklich. Er muss jetzt nicht mehr eine Clown-Nummer machen, jeden Abend. Er ist jetzt Zirkusdirektor vom kleinsten Zirkus der Welt. Danke, ihr zwei Mäuse. Danke, ihr habt mich zum glücklichsten Zirkusdirektor auf der ganzen Welt gemacht. Und so kommt es, dass Leo und die zwei Mäuse jetzt als kleinster Zirkus der Welt durch die Gegend ziehen.